Hallo Johannes. Hallo Peter. Wir haben uns heute in der Bonning Arena wieder getroffen, um über eine neue Technologie von Lohmann zu sprechen. Epoxy-Tape. Was ist das? Ja, Epoxy-Tape. Für viele technische Anwendungen werden feste und dauerhafte Klebverbindungen benötigt. Häufig werden dabei Flüssigklebstoffe, üblicherweise einkomponentige Epoxidharze, eingesetzt. Lohmann hat einen innovativen Weg gefunden, diese Flüssigklebstoffe als Klebeband, also als Tape, herzustellen. Das heißt, wir reden konkret von einem Tape. Was bedeutet das? Ein Epoxy-Tape kann wie ein herkömmliches Haftklebeband zugeschnitten, positioniert werden, wird dann im Nachgang thermisch ausreagiert. Wir können das Klebeband dadurch leicht verarbeiten, zuschneiden, beispielsweise als Bogenware, als Rolle oder auch als Stanzteil bzw. Laserstanzteil. Wir können auch unterschiedliche Dicken herstellen, im ausgehärteten Zustand hier als Beispiel. Wenige μ, 35 μ Schichtdicke oder auch 2 mm Schichtdicke. Gut, das bedeutet, mit den unterschiedlichen Dicken habe ich welche Möglichkeiten? Warum wähle ich unterschiedliche Dicken aus? Ja, die Klebebanddicke oder die Klebschichtdicke muss immer zu den Anwendungen bzw. zu den zu fügenden Bauteilen passen. Wenn ich eine elastische oder elastischere Klebung erzeugen möchte, greife ich eher zu einer dickeren Klebschicht. Möchte ich eine feste und starre Verbindung erzeugen, wie beispielsweise beim Magneten zur Positionsgebung im Elektromotor, so wähle ich ein dünnes Klebeband. Okay. Das heißt, im konkreten Falle, wenn es zur Anwendung kommt, welchen Nutzen habe ich? Der Hauptnutzen ist, dass es genau in der Menge, genau in der Form an Ort und Stelle gebracht werden kann, dort, wo es benötigt wird. Es ist einfach zuzuschneiden, es ist sauber und es ist dadurch auch sicher. Mhm. Gut, das bedeutet, wenn ich jetzt für meinen konkreten Anwendungsfall ein Produkt auswählen soll, wie komme ich an die Lösung? Frag einfach bei unserer Anwendungstechnik nach. Okay, Dankeschön, Johannes. Gerne.